das war früher mal so gemein. Gesegelt haben sie alle ganz toll und ganz schnell und haben leider nicht den Wanderpokal gewonnen. Heute geht's auch für die nach gesegelter Zeit. So, dass wir jetzt so schnell fertig sind, in Tüttelchen, ich sag's mal, in Tüttelchen, liegt eigentlich nur an Grit, weil wir eine externe Beraterin hatten, die uns das noch geholfen hat. Sonst wären wir vor 10 hier mit dieser Geschichte nicht fertig geworden. Sich Tim Kröger ausgedacht. Tim Kröger war vor 20 Jahren ein MSC Opti-Trainer. Ich musste ihn eigentlich mal ausgraben zu dieser Veranstaltung, damit er mal kommt. Mit seiner Epistel, die er geschrieben hat, das steht heute noch und ist Gold wert und ist ganz prima. Und es kommen auch immer die richtigen Gewinner raus. Ja. Meister A und B verteilt für das Jahr 2009. Also, das ist auch etwas ganz Besonderes. Aber jetzt kommt dieser legendäre Opti-Pokal. Und es tut mir leid, es gibt immer einen letzten. Und das ist der 36. Platz. Das ist... Ich brauche eine Brille. Bade, bitte! Wenn heute
36 Kinder am Start waren. Ja. Aus jeder Gruppe durften 4 Kinder starten. 8 Gruppen. Dazu kommen 3 Anfänger. 3 Anfängergruppen, die heute nicht gesiedelt sind. Und in jeder Gruppe vom MSC sind 10 Kinder. Wie viele Opti-Kinder hat der MSC? 50? 120. 130. Bibi hat gewonnen. Das ist unfair. Warum? Du wusstest es. Nee. Ich hab gerechnet. MSC 2009 130 Opti-Kinder hatte. Eigentlich sind wir enttäuscht, dass sie heute nicht alle da sind. So, Clubmeister in A und Clubmeister in B. Wir fangen mal ausnahmsweise mit den Großen an, weil auf allen Regatten ist es andersrum. Clubmeister in Opti A, den haben wir heute Abend schon einmal gesehen. Ja, Rasmus ist nicht unser Clubmeister. Noch nicht. Sondern Deutschland vertreten. Das muss man erstmal schaffen. Ich hoffe, ganz viele von euch schaffen es noch. Und Magnus, du darfst diesen Teller. Das. Wie viel? Das zweite Mal. Ein drittes Mal wird es nicht geben. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt der Clubmeister in B. Laufen, bleiben bitte alle Kinder noch da für das große Foto, was man gleich noch machen möchte. Clubmeister in B kann natürlich nur jemand werden, der auch in B segelt. Ein A-Segler kann natürlich nicht mehr Clubmeister in B werden. Zu früh, einfach zu früh umgestiegen. Also, Clubmeister in B ist in diesem Jahr. Na, erst noch eine kleine Geschichte. Ja. Die DODV, also eure Opti-Klassenvereinigung, hat in diesem Jahr das zweite Mal den ein Deutschland-Cup für B ausgeschrieben. Das heißt, es gibt in jeder Region verschiedene Regatten, die werden dazu gezählt. Und alle Kinder, die dort starten, werden gewertet und in eine Rangliste aufgenommen. So wie bei den Großen. Am Ende gewinnen die 30 Besten aus dieser Rangliste über ganz Deutschland, die in B segeln, ein Training mit einem sehr guten Trainer, was komplett die Klassenvereinigung bezahlt. 30 Kinder aus ganz Deutschland gewinnen das Training und in diesem Jahr waren vom MSC wie viele dabei, Josh? 7! 7! Herzlichen Glückwunsch! Das spricht für Grit und ihre Trainingsmaßnahmen. Und ihre Trainer. Und die anderen 20 Trainer, genau. So, unser Clubmeister in B, der hat auch dieses Training gewonnen. Und ich bitte nach vorne Samuel Lambert. Wie wir,